Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grid und ich wollte noch was nachgeguckt haben. Können wir das irgendwie ändern? Dass man einen neuen, irgendwie meine neuen Teamkollegen hat? Hier, ne? Ja, tatsächlich, doch. Wir können es ändern. Cool. Dann gucken wir mal, ob wir mal neuen Teamkollegen fahren. Das habe ich mich vorher auch nicht gedacht. Was haben wir denn hier? Tourenwagen. Okay, wir müssen gucken, bei Tourenwagen gucken. Kann ich nicht gucken? Ja, hier kann ich es gucken, genau. Tourenwagen, 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 Tourenwagen. Da haben wir es doch schon. Wen können wir denn da mitnehmen? Wer ging es dann auch schon die ganze Zeit auf den Piss? Vertragskosten. Na gut, er nimmt hier viel Geld. Aber dann machen wir das doch. Dann nehmen wir mal einen neuen Teamkollege. So, 40% kriegen wir dadurch. Matthias Fink ist jetzt unser neuer Kollege. Und ja. Kann ich den Team noch nicht ändern? Ja. Komm an, sehr gut. So, dann machen wir weiter mit der Karriere. Und den nächsten Teil, der Teil mit der Division. Auf geht's. Und jetzt habe ich angekündigt, den Clio, den nehmen wir nämlich jetzt mit. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und... Okay, okay, los geht's. Ich glaube, es geht jeden Moment los. So, mit dem neuen Team geht's jetzt zum Start. So, hier geht es darum, in drei Runden die schnellste Rundzeit zu fahren und nicht unbedingt in der Position. Beinahe und falsch, ich habe die voll erwischt, aber. Ja, die ersten sind natürlich schon im Ziel, du kannst auch auf die. Aber wir sind gerade dabei, eine Mega-Zeit hinzusetzen. Aber der Clio, der sich deutlich besser liegt auf der Strecke als der Lancia, den wir noch gestern gefahren sind. Und das ist eine neue Mega-Bestzeit. Wir haben eine Doppelführung fürs Team. Der neue Teamkollege räumt gerade mal kurz in das Feld aus und setzt sich direkt dahinter. Gut, vor allem gibt es wieder Kohle, ne? Noch mal 20% mehr als unser vorheriger Teamkollege gebracht hat. Der war teuer, aber wir haben ja Kohle ohne Hände. Mal gespannt, wie das können aussieht am Ende. Hier haben sie verloren. Für das Überholen, das macht sich einfach davor. Ich sah das schon. Der schwarz-gelbe Clio, der davor fährt. Du wirst ja wieder Zeit gekostet haben. Felder. Das wäre aber nicht reich, wenn du mal bist, oder? Okay. Nur 100 sind ja mal hinter uns. Haben wir jetzt gerade mal so. Haben wir gut was erholt im Sektor. Rühren mit der Wand draußen. Immer noch eine neue bis zur 7. Ja, das ist schwierig.
schwierig reden. Weil wenn da noch ein Auto dabei ist, geht dann Schiss. Und das muss nicht viel mehr aus. Oder Audi hat dann auch ein bisschen abgekriegt davon. Der Vanellklappe steht auch gut. Da bin ich neu, jetzt halt noch. Doch. 56,9. Ja, doch. Wir haben fast immer eine gute Zeit gedrückt. Jo, dann haben wir's. Und mit auf P7 ist er gekommen. Ah, knapp dahinter. Eine halbe Sekunde hinter dem Zweitplatzierten. Also wir sind vorne weg, klar. Aber gut, dann haben wir das erste Rennen schon mal durch. So. Nächste Strecke ist Paris. Das ist eine durchaus sehr interessante Streckenform. So, 5,3 Kilometer ist diese Strecke jetzt lang. Habe ich den auf 1, 2, 3, 4, 5. Auch nicht schlecht. Gut. Auch mit der Freunde dabei. So, let's go. Es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zwar. Warte, nee, ist es nicht. Gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. So. Akte Triumph. Aber auf der Trasse bin ich tatsächlich auch schon die Möglichkeit gefahren. Also Triumphbogen ist es. Aber gerade haben wir jetzt gerade ausgesehen, dieser Kreisverkehr hier. Der ist nicht ganz ohne, der 8 Spuren. Und dann haben wir ja mit dem Auto tatsächlich sogar Heimrecht. Und ich will mich ja natürlich so weit wie möglich nach vorne setzen. Ich muss was hinkriegen, sogar im Laufe des Rennens, eigentlich komplett an die Spitze zu sitzen. Ja, mal gucken. Wir sehen jetzt momentan noch 4. Der Junge da vorne ist der dritte. Oh, Wand, getroffen. Oh, die Kollege ist auf 6, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, jetzt war bitte dahinter. Ich glaube, das ist jetzt die andere Seite des Kreisverkehrs gerade kurz gewesen. Ach, Leute, ich bin hier nicht. Komm, hau ab. Schön geholt. Momentan auf Platz 4, ne? Ne, 3. Auf 5 gestartet, ja, dritter sind wir. Das ist der zweite hier vorne. Der Lancia und dann ist da vorne der erste. Der da gerade in den Tunnel abtaucht. Momentan sind wir. Das ist immer eine gute Zeit, Zwischenzeit. Also Violett vor allen Dingen. Ja, nee, das ist nicht heiß. Ja, schöne Macht. Sorry, ich will gar nicht so anschieben, aber ich wusste da vorbei. Aber wir sind immer noch in der ersten Runde, wir haben mittlerweile fast 2 Minuten. Jedenfalls über 2 Minuten, 15 war die erste Zeit. Den Kollegen, den kaufe ich mir jetzt auch noch, dann bin ich nämlich vorne an der Spitze weg. Das habe ich auch bisher noch nicht geschafft, einen Time Attack alle aufzuholen. Aber noch ist es nicht passiert, noch haben wir noch. Haben wir nicht vor mir. Ah, das war zu riskant, da wollte ich es rechts, links vorbei, da passt es nicht, und rechts war dann die Wand auf einmal noch. Haben wir nämlich für diesen. Das ist klar, das ist 2 Sekunden dahinter sind. Dann, wenn ich an dem Auto vorbeikomme,
Der Audi, der hat nicht, ich bin nicht Power gerade. Nee, der will uns echt nicht vorbeilassen, ne? Aber jetzt machst du mir die Lücke zu weit auf. Ich bin nicht durch. Jetzt war es mir dann doch zu... noch zu viel Platz. Ja, ich die kleine Lücke sehe, dann versuche ich da durchzuschlüpfen noch. Jetzt können wir es ein bisschen abdrücken. Die Zeit ist jetzt gerade ziemlich mau. 2,5 Sekunden Rückstand, das können wir nicht aufholen im letzten Meter. Sehr wahrscheinlich nicht. Der letzte Sektor war gut, aber die ganze Zeit nicht. Die Sekunde haben wir dann nur geschafft gehabt. So, letzte Runde. Jetzt hoffe ich, dass ich die Zeit immer gedrückt bekomme. Und hier haben wir jetzt ein bisschen Ruhe, weil da kein Auto mehr dazwischen ist. So, wir haben ja viel ausgemacht, das Ruhe. Ich habe mal ein bisschen Ruhe. Na, ja, nee, der erste Sektor nicht so. Dann fahren wir den Eiffelturm. Haben wir jetzt aber ein ordentliches Stück dran vorbei. Ich finde auch cool, dass die Strecke einige, viele neue Strecken dabei haben. Bei diesen DLCs hier. Ich habe im zweiten Sektor die Zeit auch nicht gedrückt, meine halbe Sekunde. Das war schon ein Rückstand, hat nochmal gedrückt letztes Mal. Und eine Sekunde jetzt gut gemacht, aber fast eine halbe Sekunde gut gemacht. Jetzt hoffe ich, dass ich die nach Hause fahren kann. Vielleicht mal nochmal mit einer neuen Bestzeit machen kann, da ich die Rot habe. Der Abstand ist da vorne, nach hinten ist ganz groß. Und das haben wir dann noch relativ gut geschafft. So. Jo, dann haben wir's. Also, neue Bestzeit hat auf jeden Fall gereicht. Viele neue Bestzeit hat's gereicht. Und das wird ein neues Level abgeben. Level 77. Und auch hier brauchen wir 7000 Erfahrungspunkte. So, letzte Rennen, Barcelona. Das müsste, ja, also letzte Rennen. Und da stehen wir auf Platz 3, also nochmal einen Platz besser. Und der Teamkollege 4, cool. Direkt hinter uns. Hey.
Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand aus... Warte, mir wurde gerade gesagt, so, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Zwei Autos vor uns, die wir einzuholen haben. Und dann machen wir uns auf die Jagd. Hier in Barcelona. Eine Strecke, die, glaube ich, sehr schwierig zu überholen, weil man nicht so richtig noch in Erinnerung hat. Ich glaube, eine Fassung, was echt, nicht gerade zu überholen war. Die gar nicht zu überholen, ne? Naja, gucken wir mal. Ah, das wäre doch die nächste Stufe, noch einzustechen. Im Level sind wir beide gleich, der weitere Level 77. Ja, mit der hatte ich schon ein bisschen öfters mal. So, dann nehme ich mit, den Platz. Auch hier haben wir wieder drei Runden Zeit, die schnellste Zeit zu setzen. Das ist mit diesem Time-Attack-Modus. Klar. Für den Audi nehme ich mit da vorne. Komm an. Der Kollege hängt schon an der. Der ist schon vorbei, oder? Bei der Zeit nicht. Zeit ist momentan als Dritter. Ja, doch. Aber er kommt nicht vorbei an der, ne? Was die Position betrifft. Kommen wir doppelt zum Abschluss. Und ich komme auch nicht mehr vorbei. Ist halt. Ja, der zieht ein bisschen. Der zieht gut, der Audi hier vorne. Jetzt gerade zieht er zu. Ich komme auch nicht in Position, um was machen zu können. Ja, das war sehr klar. Okay, da war ich ein bisschen zu finden, sich da noch reinzukommen. Diese Lücke, aber die hat er mir zugeworfen. Aber hier geht es eigentlich auch nicht um ihn zu holen. Aber hier geht es eigentlich um die bessere Zeit. Und die haben wir momentan. Aber mein Ehrgeiz möchte ich auch so drin auf der Strecke gewinnen. Richtig, ich will da vorbei. Jetzt aber auch. Ja, komm her. Jetzt habe ich das. So, jedenfalls haben wir es geschafft. Wir sind jetzt mit Beginn der letzten Runde der Führung. Die Zeit war natürlich alles andere als mies, als gut. Aber die Rundzeit jetzt hier. Und wir haben uns die Doppelführung. Wir sind auch nur eine gute halbe Sekunde vom Teamkollegen. Ich glaube, wenn der nochmal eine gute Zeit setzt. Jetzt habe ich den Audi schon wieder an der Backe hier. Piss dich doch mal. Der will uns definitiv nicht diesen Führungsweg platzieren. Du kostest mir gerade unnötig meine Zeit, Mann. Hau ab, Mann, jetzt endlich. Ja, du hast eben ein bisschen auf die Bremse gehen, ja. Ja, der ist ja hartnäckig, der Kollege. Die Zeit ist kaputt, 4,2 Sekunden durch, aber wir kriegen ihn nie geholt. Das heißt, ich hoffe, dass jetzt keiner meine Zeit noch knacken kann. Weil ich kann nicht mehr reagieren. Eine halbe Sekunde vom zweiten, eine Sekunde vom dritten.
reicht, Gott sei Dank. Na, das ist die Sache. Das war nicht ganz ohne. Die hat dann nämlich dann am Ende noch. Dann habe ich mal einen nachgelegt, ja. Wäre die erste Runde nicht so gut gewesen, dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätte ich nochmal reagieren können. Okay, wir sind nicht mit oben dabei. Hätte ich jetzt was erwartet. Aber die zwei da, die mischen gut mit. Ja, der Audi, der hat mir jetzt sehr viel Zeit gekostet, zwei Runden lang. Mit seinen scheiß Überholungen. Na gut, dann sind wir damit auch durch und morgen sehen wir uns dann in Paris Night Rush an. Eine Runde, okay. Ja, bis dahin. Tschüss.